Einen schönen Nachmittag auf Argovia. Diese Stunde ist der Roger Kunz, Inhaber vom Auto Kunz AG, zu Wohlen zu Gast bei mir. Roger Kunz, neben dem Preis will der Autokäufer unter anderem immer mehr den guten CO2-Wert haben vom Auto. Um was geht es eigentlich bei dem CO2-Wert? Also beim CO2 geht es zum einen um einen Lenkungsabgang, also sprich um eine Steuer, die vom Bund erhoben wird. Je mehr dass ein Auto CO2 ausstößt, desto mehr Steuer muss es abgeben. Das ist das eine. Und zum anderen ist es natürlich auch ein Vergleichsinstrument für den Kunden. Wie Sie es vielleicht von einem Kühlschrank kennen, mit Etiketten, haben wir bei den Autos auch so eine Autoenergie-Etikette dran, mit dem CO2-Ausstoß, dass der Kunde ein bisschen sieht, wo das Auto energetisch steht. Wie wichtig ist denn die Zahl von dem CO2-Ausstoß bei den Kunden heutzutage? Schaut man auf das, wenn man ein Auto kaufen kann? Teilweise. Also ich bin der Meinung, der CO2-Ausstoß ist vielleicht nicht das absolut einzige Instrument, das für den Kunden entscheidungsrelevant ist, weil es ist noch schwierig einzuordnen. Also mit diesen Zahlen allein kann der Kunde selten etwas anfangen. Da hilft ihm vielleicht die Energieetikette eher ein bisschen. Oder der durchschnittliche Verbrauch, das ist ja nach einem Fahrzyklus, der vorgeschrieben ist, gegeben. Von mir aus gesehen ist das immer noch das, was dem Kunden eigentlich am eindeutigsten zeigt, wie das Auto energetisch steht. Mit dem ganzen CO2 haben wir eine Steuer abgefasst, das ist immer ein bisschen geändert worden an den Regelungen mit den Abgaben. Es war ein bisschen ein Hin und Her gewesen. Jetzt geht man aber in eine Richtung, das heisst, wie geht es weiter? Also das CO2-Gesetz ist im Juli 2012 eingeführt worden und seitdem ist das gültig. Es hat jetzt aber einen Haufen Einführungs- und Übergangsbestimmungen gegeben. Und so richtig zum Tragen und auch finanziell spürbar im Portemonnaie vom Automobilist wird es eigentlich am 01.01.2015. Das heisst, es steht uns bevor und das kann also ein Auto markant verteuern. Das kann bei einem Mittelklassewagen durchaus 1500, 2000 Franken ausmachen und bei einem Sportwagen kann das im Bereich von bis 20'000 Franken gehen. Heisst also dementsprechend auch, dass alle Autos nächstes Jahr teurer werden? Man kann jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass alle Autos nächstes Jahr teurer werden, aber tendenziell dürften die Autos teurer werden, weil im Durchschnitt so ein Auto durch die CO2-Abgabe verteuert wird. Man kann es vielleicht so verallgemeinern, eigentlich je grösser respektive stärker motorisiert das Auto ist, desto tendenziell teurer wird. Der Roger Kunz, Inhaber vom Auto Kunz AG zu Wohlen. Ein Autokauf lohnt sich dieses Jahr, also noch mehr als nächstes Jahr. Wenn ihr euch schon mal möchtet inspirieren lassen, dann könnt ihr das online. Den Weblink dazu gibt es auf argovia.ch. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning. No.